fahren. Wenn der Bursche die Nase vorne hat, dann kommst du so schnell nicht mehr dran vorbei. Und dann lassen wir. So, Fabian Hanke, riesengroßer Erfolg hier heute am Gründautalring bei schönstem Wetter. Dein erster Erfolg in dieser Division? Nein, in Schlüchtern waren wir auch schon Klassensieger. Aber heute sah es so aus, als wenn zu keiner Sekunde auch nur ansatzweise das Ding in Gefahr war. Wir hatten Probleme am Start. Wir hatten zu viel Grip am Start. Wir haben nachher eine Lösung gefunden. Das war beim vorigen Lauf, nach dem Abblinken, den Dreck von der Strecke sammeln, was sonst ja keiner macht. Wir haben uns extra den Dreck in die Reifen gefahren, um am Start in dem langen ersten Gang nach vorne zu kommen. Das heißt, ihr seid mit allen Wassern gewaschen, oder? Genau, und das klappte genau. Man hat die Kupplung losgelassen, er drehte gut durch und in dem Moment, wo der Grip kam, kam auch der Ladepunkt. Super. Das Auto kommt aus der Rallycross-Szene und ich würde sagen, Leistung ist satt da, oder? In dem Audi? Ungefähr Anfang, Mitte 300 PS wird er überhaupt. Und jetzt mal ehrlich? Nein, hatte. Okay, weil ich weiß ja mittlerweile, dass mir nie einer die Wahrheit sagt, aber wenn du das sagst... Nein, also auf dem Prüfstand waren wir nicht, aber so schätzen wir ihn ein. Ich sag mal, ihr legt sehr großen Wert auch auf den Auftritt, auf die Optik und so weiter. Das ist wunderschön, habe ich schon gesagt. Wie sieht die Jahresplanung aus? Wir wollen versuchen, jedes Rennen zu fahren und mal sehen, was am Ende des Jahres dabei rauskommt. Ob alles halber, wollen wir hoffen. Mal gucken, was noch geht. Fühlt ihr euch wohl in der DM? Ja, doch. Das ist echt. Ich bin ja von Mediasport und da berichten wir ja auch europaweit. Hätte ich mal eine Chance, mit dir in Nova Paca ein Interview zu führen oder in Maggiore oder sonst wo? Leider nicht, weil einen Tourenwagen umzubauen auf EM ist viel aufwendiger wie ein Eigenbau. Das ist ja Hansens Vorschrift, so wie ich weiß. Also das ist auch ein Kostenfaktor, der... eben sehr hoch. Das heißt, Sponsoren sind willkommen, das ist keine Frage. Und ihr macht weiter so nett und so schnell und dann werden wir noch viel Spaß miteinander haben. Das machen wir. Dankeschön.